seiner Maschine ankommt. Es ist 6 Uhr früh. Hektik am Morgen, das ist nichts für Detlef Liebschwager. Eigentlich beginnt die Arbeit erst um 8. Doch für die Begrüßung seiner Tiere nimmt sich der Reviertierpfleger gerne extra Zeit. Morgen. Hey, Pole. Alles klar? Amira. Na, wie hast du geschlafen? Paule, der Löwenmann, ist eigentlich ein Morgenmuffel, der also morgens richtig verknatscht aussieht oder richtig müde aussieht. Ich merke schon. Na, ihr beiden, ihr seid ja schon wieder so wach. Weiter zu Ari und Aketi. Wir können gleich raus. Hast du Durst? Gut. So, mal gucken, was die anderen machen. Ne? Hier ist auch alles klar. Sarah, du guckst ja schon. Guten Morgen. Und ihr? Die Zweigmangusten sind noch beim Morgenkuscheln. Na gut, dann kriegen wir nachher nochmal. Wir sollten schon so eine kleinen Tierchen alle zählen, wenn es geht. Wenn es nicht zu viele sind. Aber jetzt hier ist eine Übersicht. Und da weiß ich, dass alle gesund und munter sind, wenn ich jetzt hier einfach nur vorbeigehe. Und sehe, da liegt ein Haufen. Dann weiß ich ja nicht, ob irgendeiner jetzt hier, ob der Haufen komplett ist, alle 7 Tiere da sind. Gut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wird irgendwo oben liegen. Ist natürlich klar, wenn jetzt der 7. irgendwo in der Kiste drin liegt, dann kann ich den jetzt nicht sehen. Das ist logisch, deswegen müssen wir ja nochmal in Ruhe gucken. Gut. Weiter geht's. Zu den Ozis. Na, ihr beiden? Alle klar? Manchmal kommt man, da sind die Tiere, schlafen sie noch fest. Und hier ist ja noch sowieso, jetzt kommt noch dazu, dass die beiden zusammen sind. Da ist sowieso immer einer aktiver als der andere. Und der andere sagt sich dann, na, wenn du wach bist, kann ich auch wach sein. Nee, ihr beide macht das so. Sind eben ein eingespieltes Team, wie ein altes Ehepaar. Morgen, Mädels. Was ist denn du los? Ihr seid wach, halt gesehen, ja? Ihr seid auch wach. Die drei hinterindischen Tigerschwestern liegen schon auf der Lauer. Schließlich kann jeden Moment das Frühstück kommen. So gut in Form sind die Raubtiere nicht jeden Morgen. Das liegt ja auch ein bisschen jetzt an der Wetterlage. Jetzt ist, wenn es hell ist, da sind die Tiere genau wie wir auch alle ein bisschen munterer. Und wenn jetzt so die trübe Zeit ist, dann morgens, dann liegen die alle noch und schlafen. Und dann muss man schon, muss nicht, aber am liebsten wäre dem, wenn man jetzt ganz leise hier durchgeht und nur keinen Krach macht. Wir wollen noch ein bisschen schlafen. Das Jaguar-Weibchen. Jetzt geht's raus. Willst du rechts oder links? Sehst du sowieso nicht. Bei Jaguar-Weibchen Chiara hält sich die Begeisterung in Grenzen. Warum raus, wenn es bei Detlef Liebschwager viel spannender ist? Prinzessin, ne? Du? Puppi. Geh mal ruhig raus, dein Mann geht auch gleich. Robby, geh mal. Auch hier schnell den Schieber schließen, bevor sich Chiara anders überlegt. Hab's gewusst. Mensch, jetzt müssen wir hin. Na, gehen wir wieder an. Das ist das Problem. Sie gehen nicht immer gleich raus. Also geht man erstmal weg und wenn man wiederkommt, dann sind sie meistens draußen. Das Problem ist nur, dass man leise wiederkommen muss. Ansonsten kriegen sie mit, dass man kommt und dann sind sie gleich wieder drin und gucken, was man will. Da muss es Detlef Liebschwager mit Chiara wohl später noch einmal probieren. Der Tierpark Berlin. Ob Uganda-Giraffen, Addax-Antilopen oder Moorgazellen, sie alle haben dieselbe Küchenfee. Für Claudia Walter beginnt der Morgen mit der Futterzubereitung. Zuerst für die Giraffen. Wir haben hier nämlich auch ein bisschen Futter umgestellt. Wir haben fast alles an Zucker raus. Ist ja für Giraffen nicht so toll, auch nicht für Antilopen. Die können das nämlich gar nicht aufschlüsseln. Scheiden das also wieder aus. Dafür müssen sie auch noch Energie aufwenden. Also gibt es jetzt hauptsächlich Kartoffeln und Mohrrüben und Salat. Und Zucchini und Fenchel. Alles gute Sachen.
Nur Erik hat noch etwas Besseres. Die Milch von Mutter Lotti. Mit 2,5 Monaten ist Muttermilch seine Hauptnahrungsquelle. Für die großen Giraffen gibt es eine Spezialzubereitung aus pflanzlicher Kost. Die Giraffen bekommen jetzt Rübenschnitzel. Die werden morgens angesetzt. Das machen die in anderen Tours schon ganz lange. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen. Fressen sie super gut. Man muss ungefähr das Doppelte an Wasser aufschütten. Und dann müssen sie 2 Stunden aufquellen. Für jede Giraffe ein Eimer. Für die kleineren, für Max und Jule, die kriegen die 10 Liter Eimer. Und die erwachsenen Tiere bekommen so 20 Liter Eimer. Und da kommen dann noch Mohren drauf, Kartoffeln, Gemüse, ein bisschen Mais. Für Claudia Walter geht es von den Giraffen weiter zu Ellipsenwasserbock Hugo, der sich nicht so richtig zu benehmen weiß. So, Hugo? Hugo muss die Nacht drin verbringen, weil er nämlich auch draußen etwas randaliert. Na, ansonsten könntest du ja auch draußen bleiben, ist ja nicht kalt, aber du randalierst. Der macht die Zäune nämlich kaputt. Also musst du jeden Abend hier rein. Er ist auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, man muss einen geschützten Umgang machen. Also der ist ein sehr schöner. Aber man sieht ja auch in seinen Horn, da hat er wieder irgendwo rumgerammelt. Wie schuppert hast du dich auch, ne? Ist auch ein bisschen Fell von dir drin. Hey, hey, nicht so, mein Freund. So, Hugo, jetzt Futterchen raus und dann geht's raus. Im Augenblick haben wir ja Grünfutter, dann kriegen sie mal morgens das Grünfutter vom Vortag und bekommen nachmittags richtig Frisches. Und so hat man dann schon mal ein bisschen was für die ersten Stunden. So. So, Chiquita, kommst du mit? Kommt mal mit? Ja, ja. So ist fein. So. Während Claudia Walter noch Klee und Luzerne verteilt, dürfen Hugos Damen sie schon auf die Anlage begleiten. Im Gegensatz zu dem Bock benehmen sich die Ellipsenwasserbockweibchen manierlich. Nun, du könntest da kommen. Lasst es euch schmecken. Jetzt kommt mal euer Hugo zu euch. Ja, geh. Na komm, geh mal raus. Ja, fein. Großer, stolzer Mann. Schon deutlich größer als die Kühe und wunderschön. Da hoffen wir ja nur auch mal auf Jungtiere. Dieses Jahr hatten wir ein bisschen Pech, da hatten wir leider ein Tier, was dann nach ein paar Tagen verstorben war. Warum, wissen wir nicht so genau. Aber er deckt ja. Das Schöne ist bei ihm auch, wenn man ihn rauslässt und ihm eine heißes oder rindert, dann ist er auch gleich dran und man sieht es, schreibt man auf und dann weiß man, wann eventuell ein Kalb kommt. Bald wird aus dem stolzen Herdenchef wohl auch ein stolzer Vater werden. Neuen Wohnung. Einst lebte hier Bao Bao, der 2012 verstarb. Der freundliche Pandamann war ein ganz besonderer Liebling der Zoobesucher. Einen festen Platz hat er auch im Herz seines Pflegers Detlef Liebschwager, der nun die Morgensuppe für Maika anrührt. So, für die Prinzessin ihr Süppchen machen. Nicht, dass die Leute denken, das ist jetzt Pandasuppe. Der ist ja nun mal leider nicht mehr. Das ist jetzt also mal Leinbeeren, unser altes Mädchen. Die kriegt morgens immer auch noch so ein bisschen Haferflocken mit Kleie, Leinsaat und ein bisschen Babybrei, damit das alte Mädchen ein bisschen eine Stärkung hat zum Frühstück. Ist etwas anders, als der Panda gekriegt hat.
Wenn man jetzt so eine Suppen hier macht oder so für die Malaienbeeren, weil Bauer hat ja nur auch mal seine Suppen hier gekriegt. Zwar eine andere Suppe, nicht so was hier für ohne Zähne, sondern er hat ja mal seine Gemüsensuppen und alles gekriegt. Aber Bauer ist immer präsent für uns. Bauer bleibt immer unser Bär und das wird auch so bleiben. Hier ein Süßmäulchen. Sie mag das auch, also kriegt sie ab und zu mal was Süßes. So, das war's. So sieht es dann aus. Sieht dann ja appetitlich aus. Naja, gut, okay. Geh mal. Maika ist unruhig. Endlich gibt es Suppe. Mit 28 Jahren ist die Malaienbären schon eine hochbetagte Dame. Bao Bao wurde 34 Jahre alt und damit älter als jeder andere Panda in einem Zoo. Auch ein Verdienst der Tierpfleger. So, Süppchen schön hinstellen hier. Alles klar, also kann sie jetzt raus. Bevor sich Maika an ihre Suppe herantraut, sucht sie das Gelände ab. Vorsicht ist schließlich besser als Nachsicht, zumindest in ihrem Fall. Denn eine Draufgängerin ist die Malaienbärendame bestimmt nicht. Maika, das ist ja... Nee, die ist also ein ganz ängstlicher Bär. Na, ist sie doch noch ran? Geht doch. Na bitte. Na bitte, hat sie doch gedauert. Wenn sie erstmal in der Suppe ist, und weil es ja so lecker war, ist ja Honig dran, ne? Nee, aber sie mag ihre Suppe und die geht immer relativ schnell bei ihr. Da ist die Schüssel ja schön sauber. Und schon erledigt. Ne? Sehen wir wieder ein bisschen auf Rücktour, weil es ist ja alles so neu und spannend. Die Zunge ist bei den Malaienbären spielt eine ganz große Rolle, weil Malaienbären sind ja nun, das sieht man ja auch an den Krallen, das sind absolute Graber und Inspekteure sind. Also in freier Wildbahn wird alles total kaputt gemacht, alles durchgewühlt. Und so sieht man natürlich jetzt hier auch, wenn die Suppe frisst, dass die Suppe ein bisschen spritzt und dann geht es überall natürlich ins Gesicht. Und da ist natürlich die lange Zunge auch perfekt, um das Gesicht dann wieder sauber zu machen. Und dazu zieht sich die Bären diskret in die Ecke zurück. Gut, Schnecke, jetzt bist du fertig, bist draußen, schönes Wetter, also kann ich jetzt dein Käfig sauber machen. Gut, gut. Das Erweiterungsgelände, zu Hause des Federviehs. Hier wohnt auch Familie Emu. Den Emu-Küken steht heute eine aufregende Aktion bevor. Chippen und Federprobe. Kommt mal, komm. Eine Angelegenheit für alles Tierarzt und Reviertierpfleger. Und weiter. Zunächst wird die Familie in den Stall gelockt. Ohne die Eltern gehen die Küken nirgendwo hin. Boing. Guck mal. Ja, alles gut. Tierarzt Dr. André Schüle kommt. Das Manöver Emu kann starten. Hi. Gemeinsam mit Christian Möller. So, bereit für unsere Emus? Ja. Hi. Hi. Sind Sie schon eingesperrt? Ja. Haben wir schon getan, dass wir da loslegen können. Prima. Dann gehen wir rein. Da ist die Familie. Da sind sie alle drei. Sehr gut. Prima. Ja, das ist ja auch noch eine ganz gute Größe, die wir noch ganz gut, oder ihr, noch gut bändigen könnt. Ja, ja. Gut, machen wir das wieder auf dem Flur hier draußen? Ja, ja. Ich hole sie dir einzeln immer, gib sie dir und dann legen wir hier los. Wird am besten sein. Prima. So. Ja, jetzt Geschrei groß. Das erste Küken ist ganz schön wehrhaft. Da hilft nur beherzt, das zu fassen. Ja, schrei doch nicht so. Genau. Wunderbar. So. So. Aber bitte nicht anscheißen jetzt. So, sollen wir den Kopf ein bisschen fixieren? Guten Tag. Ist doch noch nichts passiert. Ist doch nichts passiert. So, ja.
Ein kurzer Pieks und der Mini-Chip wird unter die Haut geschossen. Oh, ja. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, was zu machen. Das macht man bei Laufvögeln am Hals, weil die ja anders als übrige Vögel, die eine ganz gute Muskulatur an der Brust haben, wo eben die Flugmuskulatur ansetzt. Da kann man sehr schön einen Chip setzen. Bei den Laufvögeln oder auch Flachbrustvögel, wie sie ja heißen, da befindet sich halt an der Stelle nicht so viel Muskulatur, weil die halt nun mal nicht flugfähig sind. Deshalb ist das eine etwas ungünstigere Stelle. Und dazu kommt, dass man gerade bei den Laufvögeln natürlich oben am Kopf und am Hals, wenn es dann notwendig ist, den Chip mal abzulesen mit dem Lesegerät, kann man natürlich am Kopf sehr gut das kontrollieren. Also da geht es relativ einfach, als wenn man erst unter den Vogel an die Brust muss. Wir kontrollieren das nochmal vorsichtshalber. Wunderbar. Sehr gut. Ja. Wo willst du die Feder nehmen? Och, ja. Und jetzt noch die Federprobe zur Geschlechtsbestimmung. Och, tust du das jetzt, da? Stirbst du, doofe Ding. Na, das ist natürlich ein kurzes Zupfen, was leider notwendig ist. Und der Pieks von der Kanüle, in der der Transponder sitzt, das merken die natürlich schon. Aber ein kurzes Pieks und dann hat das geschafft. Ein kurzes Pieks und dann hat das geschafft. Also wie gesagt, die sind noch sehr robust. Die Emus Allgemeinlaufvögel, das stört die eigentlich gar nicht. Also wie gesagt, in freier Wildbahn haben sie da mehr Probleme, ja, zu kämpfen. Mit Feinden und so weiter. Von daher sind Laufvögel, gerade Jungtiere, sehr robust. Ja, du musst mich aber reinlassen. Och. Nummer 1. Ja. Guck mal, ist doch dabei. Na, alles gut. Ach, ja. Alles halb so wild. Junge oder Mädchen? Alles halb so wild. Schwierige Frage, selbst für die Profis. Ja, da hätten wir jetzt vom Äußeren schlechte Karten zu sagen, Männlein, Weiblein. Ja. Die Männchen sind meistens ein bisschen kleiner und schwächer vom Körperaufbau her, weil sie eben auch die Aufzucht machen müssen. Und da leiden sie in den einen Monat, weil sie wenig fressen. Aber das ist von Paar zu Paar unterschiedlich oder von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist ganz schwer. Und bei den drei könnte ich sie jetzt auch nicht erkennen. Ja. Die zweite Federprobe. DNA fürs Labor. Oh, da haben wir genug Federkühle, das reicht schon. Reicht schon, ne? Ja, das ist gut. Dann haben wir es wieder zu Eltern. Der ist schon geschafft. Ja. Und zweite. Und dann noch das dritte. Und letzte Emu-Küken. Kurzer Pieks und du hast es geschafft. Schon fertig. So, Vater, jetzt kriegst du den letzten. Ja. Aber du musst mich reinlassen, sonst. Alle da, siehst du, alle da. Ob Mädchen oder Junge, die Küken haben sich allesamt tapfer geschlagen. Der Emo-Vater kann stolz sein. Es schüttet wie aus Kannen. Die Giraffen nehmen es gelassen. Der Regen will scheinbar kein Ende nehmen. Im Stall kümmert sich derweil Claudia Walter um das Futter. No, jetzt kriegen die ihr Futter. Oh, Möhren, darunter ist noch Kartoffeln, ein bisschen Gemüse und die Rübenschnitzel. Es ist natürlich jetzt gewaltig schwer, aber es geht. Diese Rübenschnitzel, die kleben natürlich immer unten fest. So, dann mache ich immer nur gleich die Tränke sauber. Und weil ich so klein bin, brauche ich einen Hocker. Eigentlich bin ich ja nicht klein, aber für die Giraffe schon. Wassermangel ist heute ja das geringste Problem. Stoisch harren die Steppentiere unter den Akazienbäumen aus, während Claudia Walter noch im Stall arbeitet. Und gleich noch der Gulli spielt. So.
kriegt er noch einen Eimer Salat. Die Männer kommen natürlich überall bequem dran. Die brauchen auch keinen Stuhl, um hier ranzukommen. Ich könnte das Ding zwar noch rausschmeißen, aber ich krieg's nicht mehr rein. Also, Hocker. So schnell wie es kam, ist das Gewitter auch wieder vorbei. Doch der Regen hat deutliche Spuren hinterlassen. Für Claudia Walter beginnt das Aufräumen. Na, könnt ihr jetzt schwimmen? Nur mit Schwimmring. Zumindest der Jüngste. Den Schutz der Bäume haben die Giraffen hinter sich gelassen. Mit der Sonne ist auch die Neugier zurück. Mal sehen, was heute noch so geschieht. Babyboom im Aquarium. Hinter den Kulissen gibt es eine Jungtierstation mit einzigartigen Zuchterfolgen. Maßgeblich daran beteiligt ist Tierpfleger Ronny Kessner. Und fast so stolz, als wäre er selbst der Vater. Die Aufzucht der kleinen Schlangenschildkröten grenzt an ein Wunder. Hier haben wir unsere jungen Schlangenschildkröten. Seit 4 Jahren züchten wir die regelmäßig nach. Ich musste fast 30 Jahre warten, bis ich die ersten Jungen hatte. Erst hatten wir, als ich vor über 30 Jahren hier anfing, hatten wir ein einzelnes Männchen. Ein paar Jahre später hatten wir Glück und konnten ein großes Weibchen noch erwärmen. Und die wiederum brauchten fast 20 Jahre, um sich miteinander zu vertragen, um die ersten Eier zu produzieren. Die jahrzehntelange Geduld hat sich gelohnt. Nachwuchs gibt es jetzt gleich mehrfach. Und das in den unterschiedlichsten Entwicklungsstadien. Diese sind jetzt ca. 12 Monate alt. Charakteristisch ist halt dieser lange Hals, mit dem sie dann zwischen den Wurzeln kleine Krebse, Schnecken oder Fische fressen und erjagen. Und hier haben wir Schlangenhalsschildkröten. Die sind ein paar Wochen alt. Schwierig ist natürlich, dass sie ganz klein das erste Jahr nur lebende kleine Fische jagen. Und das macht die Aufzucht unheimlich schwierig, Fische in der Menge zu besorgen. Und für mich war es eine Herausforderung, auch diese Schildkrötenart zu züchten. Denn eigentlich haben wir uns vorgenommen, von jeder Tierart, die wir hier im Terrarium halten und wo wir auch ein Pärchen von haben, diese auch zur Nachzucht zu bringen. Und das haben wir jetzt also mehrmals halt geschafft. Die Schlangenschildkröten sind nicht der einzige Erfolg der Zuchtstation. Unter anderem haben wir hier in den letzten Tagen junge Leopardgeckos untergebracht, die jetzt alle die Woche geschlüpft sind. Diese Quaken ist einfach zur Feindabwehr. Die beißen ja nicht richtig zu. Hier neben haben wir den Papa separiert. Unten haben wir die Mädels, die teilweise über 20 Jahre schon bei uns leben. Und in dem Terrarium hier, das Männchen, fassen sich an wie so ein Radiergummi. Und weshalb sind Vater und Kinder getrennt? Der Vater wurde wahrscheinlich die Jungtiere verspeisen. Auch bei den Bartagamen ist Kannibalismus keine Seltenheit. Hier haben wir unsere jungen Bartagamen untergebracht. Die sind vor 2 Wochen geschlüpft. Das sind Agamen aus Australien, also Echsen aus Australien. Bartagamen deshalb, weil wenn sie ausgewachsen sind, haben die so einen kleinen Kehlsack hier, den sie bei Erregung aufstellen und dann sieht es aus wie so ein Bart. Die Aufzucht. Ähnlich kompliziert wie bei den Schlangenschildkröten? Wenn die genug Futter haben, ist die Aufzucht eigentlich kein Problem. Wichtig ist halt so eine UV-Lampe, damit Vitamin D3 gebildet werden kann, weil sonst leiden die Tiere irgendwann an Rachitis. Und man muss hier bloß aufpassen, hier sieht man ja, die sind alle zusammen an einem Tag geschlüpft. Da ist so ein dominantes Tier
Und das sind dann die Tiere, die dann weniger gut ans Futter kommen. Nächste Woche müsste man den schon wieder separieren von den kleineren, weil sonst frisst der Große die Kleinen irgendwann auf. Na dann, bloß weg. Die nächsten Babys sind Vegetarier. Die größeren Schmuckschildkröten teilen sich ihr Schwimmbecken mit den rotbäuchigen Spitzkopfschildkröten. Die Kleinen sind jetzt 3 Tage alt und die Schmuckschildkröten sind jetzt 1 Woche alt. Man sieht ja hier auch noch den Nabel. Hier hing ja der Dottersack dran, den sie jetzt restlos eingezogen haben. Und da ist der Bauchnabel. Die jetzige Mini-Größe täuscht. Die Schmuckschildkröten, die können 25, 30 cm werden. Sehen natürlich niedlich aus in der Größe. Aber die wachsen zusehend und dann sind sie so groß. Das sind diese Schildkröten, die dann oftmals im Schlosspark im Teich rumschwimmen. Ziehvater Ronny Kessner kann wirklich stolz auf diesen Nachwuchs sein. Die Emu-Küken spazieren nach ihrem Tierarztbesuch schon wieder vergnügt über die Anlage. Beobachtet von Straußenhenne Peggy. Gleich bekommt sie Besuch von Christian Möller, der gerade noch Henne Marci von der Anlage lockt. So, Marci, ja komm mal schnell, komm. Komm her, komm. Marci, komm. Willst du auch rein, Kelly? Dann kannst du auch mit rein, komm. Na, komm auch mit rein, dann sind beide mit drin. Hier, komm her, Marci. Aber der Hahn nicht, du bleibst draußen, Dicker. Vorsicht, Maus, ich muss nur die Tür zumachen. Dann seid ihr beide drin, ist ja auch okay. Hm? Ja, ja, nicht im Finger beißen. Die anderen Hennen sind ja total lieb, machen gar nichts. Ja, wenn man hier die Kelly anruft, gar nichts, die will nur fressen. Wenn du hier anfängst mit Marci, sieht man gleich, dann schimpfst du gleich. Also, ist einfach ihre Art, ne? Und deswegen bleibt sie jetzt besser im Laufstall, wenn es zu Peggy geht. Gucken wir jetzt noch mal kurz nach Peggy, die auf den Eiern liegt. Ne? So. Na, Dicker? Ja, 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 ist alles gut. Alles gut. So. Haupthenne Peggy brütet im Wechsel mit Straußenhahn L. Na du? Ein Beispiel für effektive Arbeitsteilung. Alles klar? Alte Meckertante? Ich denke mal, 2 Wochen wird es noch dauern, bis die Küken kommen. Und dann hört man das ja, es geht ja relativ schnell, denn das die Fiepen, die Kleinen, und dann kommen die auch in Abstand von 2, 3 Tagen alle. Das klappt eigentlich immer ganz gut. Und die sitzen auch eisern drauf jetzt im Wechsel mit dem Hahn. Abends zum Feierabend kommt der Hahn noch vorbei, der legt dann drauf und das klappt eigentlich immer ganz gut. Die Stelle haben sich selber ausgesucht, was natürlich auch optimal ist, natürlich mit dem Dach. Ja, gut ist auch, dass da ein Schieber ist, dass wir da jederzeit mit dem Schieber auch hantieren können, ran können an die Tiere, ohne weit Entfernung gehen zu müssen. Weil gerade wenn die Küken da sind, sind die auch sehr gefährlich, die Alttiere. Und da muss man mal ein bisschen aufpassen. Dadurch bietet sich mit dem Schieber, dass wir einen Fluchtweg haben, auch ganz gut an. Also wirklich optimal eigentlich. Und wie viele Eier hält Peggy da eigentlich versteckt? Als letztes Mal, als wir gezählt haben, waren es 16 Eier. Ja, da werden jetzt auch nicht mehr viel dazukommen. Die anderen beiden Hennen können rein theoretisch schon Eier legen, aber die werden dann da seitlich liegen und die packt der Hahn denn oder die Henne auch nicht mehr drunter. Ja, das wissen die denn schon, dass die, die jetzt da drunter sind, auch angebrütet sind und da wird auch nicht mehr dazukommen. Die nehmen wir dann auch weg, die restlichen Eier. Wenn sie so 2, 3 Stunden so saß, dann steht sie schon mal auf und sortiert sie sich wieder so, dann piekt da irgendwas, dann muss ein Eier in der Mitte geholt werden oder nach außen und so kriegen sie halt alle die gleiche Wärme. 16 Eier. Zu zählen sind momentan nur 12. Die Giraffenanlage nach dem großen Regen. Alex. Für die neue Reviertierpflegerin war es das erste Gewitter bei den Uganda-Giraffen.
Oh Gott, jetzt können wir hier schwimmen, wa? Oh Gott. So. Ich wollte hier bloß runterfegen. Die Herde ist wohl auf. Auch die hochschwangere Andrea. Na, Andrea, zeig mal. Nee, dauert noch. Lotti? Das ist der kleine Erik. Ob groß oder klein, Giraffen sind Fluchttiere. Normalerweise. Ich habe auch gestaunt, dass sie sich relativ ruhig verhalten haben und einmal nur losgerannt sind, als der Blitz wahrscheinlich hier irgendwo in der Nähe eingeschlagen ist. Aber haben sie ganz souverän gemeistert. Allerdings können sie jetzt hier schwimmen. Erik, auch dein erstes Gewitter, ne? Auch souverän gemeistert. Und ich nenne ihn immer eine Renngiraffe, weil der rennt hier und springt rum voller Lebensfreude. Und Maxe? Du hast Pubertät, ne? Manchmal kommt er nämlich an und meint, wir spielen. Aber ich möchte nicht so mit ihm spielen. Er haut immer mit den Beinen. Ja, ich hab nix. Hm? Berührungsangst kennen die neugierigen Tiere jedenfalls kaum. Bisschen beeindruckend ist das ja immer, wenn man hier mang den Tieren so rumschreitet. Und er klaut da oben die Blätter, die Rubinie. Dann hängen sie jetzt natürlich ein Stück tiefer, kommt er wieder ran. Die ernten hier einmal ringsrum ab immer. Nu. Dann geh einfach weg, wenn dir das nicht passt. Kommst du zu mir? Kommst du gucken? Nee? Oh, jetzt hat er sich einen schönen großen Brocken abgerissen. Lass ihn nicht fallen. Soll ich mal nett zu dir sein? Hm? Ja. Hast du dir so einen großen abgerissen? Nee? Willst du nicht? Okay, man übersieht mich wieder. Und einer von euch? Magst du, Paula? So nass, ne? Hat unten gelegen. Und du? Du möchtest gucken. Na dann guck. Also frischer geht's ja noch nicht. Das hat er gerade eben abgerissen. Du auch noch gucken? Magst du auch nicht? Doch, wenigstens einer. Und Julchen, komm mal ran. Unsere Flaschenaufzucht. Die kleine Dorle ist ja weggegangen. Die ist verkauft worden nach Indonesien in Zoo. Genau, komm her, trau dich. Ja. Tut nichts. Die anderen versuchen auch lieber da oben ranzukommen. Aber ihr seid zu klein, Pech gehabt. Die Riesen nehmen es gelassen und sind entspannt. Das ist nicht jeden Tag so. Das ist eigentlich formabhängig von den Giraffen. Aber dass sie so friedlich sind, weil sie mich ja nur kennen, anfangs hatten sie sich ja auch vor meiner Stimme so erschreckt. Weiß ich nicht, 2 Wochen? Hat das 2 Wochen gedauert, ihr Hübschen? Inzwischen wissen sie aber, ich gehöre hier hin und ich gehe nicht weg. Na? Du bist ein Frecher. So. Alles schick? Ja, Klatsch. Das Gewitter bei den Giraffen hat Claudia Walter souverän gemeistert.
Der nächste große Regen kann kommen. Später Nachmittag. Auf der Südamerika-Anlage ist es mit der Lethargie gleich vorbei. Wenn Christian Möller kommt, dann geht es rein in den Stall. Das wissen die Tiere. So, fangen wir mal an zu sperren. Das ist ein alter Marder. Der hat sich letztes Jahr das Bein gebrochen. Wir haben es nicht mitbekommen, wie es passiert ist. Nehmen wir mal an, dass die Guanacos sich getrieben haben, der Ali, der Hengst, hier auf der Anlage die Weiber getrieben hat und er einfach dazwischen war. Er ist auch nicht mehr der Jüngste, wird er wahrscheinlich gepennt haben oder gedöst, keine Ahnung. Und einer der Guanacos ihn auf den Fuß getreten sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Der wurde auch nicht behandelt, muss sich wohl selber verwachsen, meinten die Tierärzte. Na, Dicker, geh mal rein. Na los. Geh mal weiter. Hey, hey. Gucke mal, genau, langsam. Guckst du mal, wunderbar. Und weg ist er. Der erste Patient. Bleibt noch ein Dutzend anderer. Gehen wir erstmal raus, holen uns die Guanacos weg. Die warten da nämlich auch schon. Na, ihr seid noch nie dran. Man sieht, dass die Wasserschweine gleich mitlaufen. Also die kennen alle ihren Weg. Ja, die wissen, wo sie rinkommen. Das ist ja von uns auch so gewollt und forciert, dass sie alle in den Rhythmus gehen. Und man sieht, jetzt kommen die Guanacos hier an. Ja, mache ich jetzt den Schieber auf, dass sie rein können und da fressen. Dann sind uns die Guanacos aus dem Weg, weil die immer so neugierig sind. Die Chayas machen sich lauthals aus dem Staub. Sie sind gleich als Nächste dran. So, da kommen nämlich die ersten Schnute. Kommt mal her, kommt. Als Nächstes die Chaya. Runter, Schnecke, los. Macht mal hopp. Wo willst du denn hin? Kannst doch gar nicht fliegen. Nun los. Ihr kennt doch den Weg. Nun los. Meine Herren. Die können rein theoretisch draußen bleiben im Sommer. Überhaupt kein Problem. Bloß wir haben hier ein Fuchsproblem. Sind in der Nähe von Tiergarten und der kommt hier über die Zäune rüber. Und das potenzielle Fuchsfutter. Ja, normalerweise nicht, aber die stellen sich manchmal ein bisschen doof an. Heißen ja auch Chayas oder auch Wehrvögel, können sie auch sehr gut wehren, weil sie am Flügel so einen langen Dorn haben. Aber irgendwie machen die das nicht und von daher müssen wir sie wegsperren. Leider, schade, aber wir könnten hier fast alle Tiere draußen lassen, auch die Maras. Aber dadurch, dass der Fuchs hier allgegenwärtig ist, ist das immer ein Problem, leider. So, die beiden sind drin. Rein mit euch, los. Los, los, los. Hey, rein mit dir, los, hopp. Los, umdrehen. Die Maras. Und los, hopp. Immer gut für eine Extra-Runde. Immer zwei Anläufe hier brauche. Los. Rein mit dir, los. Hopp, hopp. Keine Sperrenzchen bei Elena und ihrem Kind. Im Schlepptau ihr größter Fan, der sogenannte Schweinemara. Mal gucken, ob der Schweinemara auch reingeht, dann können wir da nämlich gleich zumachen. Ja, wunderbar, dann werde ich da mal zumachen. Dann werden wir den nämlich von innen lang sperren. Wenn du draußen hier alleine hast, dann sucht der ewig noch die Wasserschweine und dann rennt der dir hier kilometerweit, bis der reinkommt. Und so haben wir jetzt drinnen, machen wir die Tür zu und dann können wir innen drinnen im Haus den Gang lang sperren. Das klappt dann immer viel, viel besser. Das ist ja nämlich auch aus dem Weg. Rein theoretisch könnte er jetzt bei den Schweinen bleiben. Ja, wird auch dabei bleiben, dann passiert ihm wahrscheinlich nichts. Aber dann kommt der wahrscheinlich nie wieder. Ey, du bist doch ein Gauner. Ausgetrickst. Für diesen Gauner braucht Christian Möller Verstärkung. 4 Mann gegen einen Schweinemara. So. Ein spannender Wettkampf. Dann holen wir uns den mal darin. Schweinemara. Da oben ist er wieder. Lauf mal rum, ich bleib mal hier, dass er mir nicht abhauen kann. Nicht abhauen. Geh mal rein, der Dicker. Los. Los. Und weg ist er. Wunderbar. Die roten Riesenkängurus dürfen die Sonne noch ein bisschen länger genießen. Ihre Stallzeit kommt erst kurz vor Feierabend. Raubtierfütterung. Ja, jetzt habe ich hier das Futter für das kleine Haus. Problem ist bei den Kleinen, ist, wenn wir den jetzt früh morgens gut zu fressen geben,
Dann sind sie irgendwie den ganzen Tag nicht beschäftigt, dann liegen sie irgendwo in der Ecke und pennen und schlafen. Und dann hat natürlich der Besucher überhaupt nichts davon. Deswegen füttern wir die eigentlich auch mehr so zum Nachmittag hin. Dann haben sie den ganzen Tag, sind sie aktiv, rennen rum, sind hier, müssen suchen und die Besucher können sie sehen. Und der Futterwagen ist jetzt fertig und da können wir jetzt theoretisch auch füttern gehen. Schmalstreifen-Mungo, Rostkatzenbaby und Sandkater warten schon. Ihr Menü ist schließlich ein Tageshighlight. Vor allem, wenn es Küchenchef Detlef Liebschwager persönlich serviert. Ja, da rennen sie schon. Die wissen genau, wann der Futterwagen hier angetanzt kommt und wann es was zu fressen gibt. Weil die sehen einen ja. Und das kriegen die also mit. So, na gut. Gehen wir mal. Wiss. Jetzt sind wir bei unserem Sandkater hier. Wolle Wiss? Nee, mein Kinder. Ja, doch. Die erste Maus gibt es von Hand. Ja. Die anderen muss der Kater selbst einsammeln. 4, 5. So, the next one. Und das ist der Ringelschwanz-Mungo. Ein Raubtier aus Madagaskar. Na, mein Großer. Na, mein Großer. Ein Stück Fisch. Hast du mit deiner Pfote, sag mal? Nee, sieht gut aus. Quack, 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 quack. Keine Frösche, sondern die Erdmännchen. Und hungrig wie die Wölfe. Ja. Quack, 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 quack. Willst du hier keine Maus? Ich weiß, dass du keine Maus willst. Die einen sind stürmisch, die anderen warten lieber ab. Leute, Fischer. Was ist denn jetzt los? Schmeckt euch unser mein Futter nicht? Schmeckt euch das Futter nicht? Ah, ja. Besser für dich, weil ohne Zähne ist es nicht so schön. Ja, Leber. Das Leber. Das Leber. Das Leber. Jo. Lass da Zeit. Zuletzt sind die Tairas dran. Die Marder sind nicht ganz ungefährlich. Die spitzen Zähne schlagen sie nämlich nicht nur in das Abendessen. Du bist eine Liebe, die nur ab und zu mal beißt. Aber dein Mann ist ja ein Aas. Dein Mann ist ein Beißer. Der ist ein Beißer. Ja? Aber lieb ist er trotzdem. Lasst es euch schmecken, ne? Und damit geht für Detlef Liebschwager dieser Tag zu Ende. So, meine Süßen, das war's. Ihr habt euer Futter und ein gleiches Feierabend. Ne? Gut, gut. Bis dann. Ciao, ciao. Bis morgen.